Hallo, heute zeige ich euch mal, was ich in den letzten Monaten alles aufgebraucht habe. Und ich muss sagen, ich bin ein schlechter Aufbraucher, weil ich einfach so viele Sachen habe und immer wieder wechsle, dass ich selten mal was leer bekomme. Und ich habe jetzt auch bei der lieben Nadine, der MPT25, so ein Video gesehen und auch schon bei ganz vielen anderen YouTubern. Und deshalb bin ich auf diese Idee gekommen, auch mal die Sachen einfach aufzubewahren. Und mir ist es so gegangen wie der Nadine. Mein Freund hat auch teilweise schon Sachen weggeschmissen, sowas wie Duschgels. Aber ist jetzt kein Problem. Da sage ich euch auch noch schnell, was ich heute auf den Lippen habe. Und zwar einen meiner Lieblingslippenstifte von Catrice. Das ist die Farbe Pinkerbell. Und ich finde, heute kommt er besonders gut raus, denn ich habe diesen Lip Liner gefunden, der ist von Look by Bieber. Ich glaube, den gibt es nicht mehr in der Farbe Bonbon. Bonbon? Bonbon? Ja. Und ich trage mir immer zuerst einen Lip Liner auf und dann den Lippenstift. Das ist vielleicht so ein Tipp. Ich kann euch gerne mal ein Video dazu machen, wie ich das mache, wenn ich so In-Your-Face-Lippen trage. Und vielleicht mache ich später dann noch einen Lipgloss drüber. Das ist der Essence Stay With Me Trendsetter. Könnte ich eigentlich gleich probieren. Nicht zu viel, nur ein wenig in die Mitte. Aber jetzt zu den Sachen, die ich aufgebraucht habe. Zum einen meinen Duft. Das ist der von Bieber Haarspray Color and Glanz. Den finde ich super gut. Den habe ich mir auch schon öfters nachgekauft und der ist wieder komplett leer. Dann habe ich zwei Deos aufgebraucht. Und zwar von Garnier habe ich mal dieses zuerst getestet, das Invisi Mineral mit Doppelwirkung. Und irgendwie habe ich das dann nicht mehr gefunden und habe dann das hier gekauft von Garnier. Mineral, keine Ahnung, ob das nicht ähnlich ist. Ich finde die ziemlich gut. Kaufe ich mir auf jeden Fall nach, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Und eben den Haarspray auch. Dann habe ich eine Bodylotion, aufgebraucht und zwar von Balea, die Cremeöl Bodylotion. Die fand ich super gut. Das ist diese mit wertvollem Mandelöl, mit dem beliebten Marula-Nussduft. Und habe ich mir nicht nachgekauft. Ich weiß nämlich gar nicht, ob es die jetzt gibt. Aber wenn ich sie sehe, würde ich sie mir nachkaufen, auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein Hautpflegeprodukt oder so ein Gesichtstonik aufgebraucht. Und zwar von AOC Pure Balance, reine Haut ab 20. Bornverfeinerndes Gesichtswasser. Und das finde ich auch wirklich super gut. Wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich ja meine Probleme gehabt mit den Kliniksachen. Da findet ihr das Video in meinem Kanal. Und dieses Produkt fand ich wirklich super gut, muss ich sagen. Und es ist mir ausgeronnen. Dann habe ich ein Parfum leer bekommen. Das Christina Aguilera Star, glaube ich, heißt das oder hieß das. Und das fand ich auch wirklich gut. Habe ich sehr gerne getragen. Ist aber für mich eher so ein Winter-, Herbst-Winterduft, also kaufe ich mir jetzt nicht nach. Fand ich aber sehr gut und hat auch, glaube ich, nur 15 Euro oder so gekostet. Also ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Dann mein liebster Labello Pure and Natural Milk and Honey. Den kaufe ich mir schon seit Jahren nach und ich habe mir auch schon wieder einen nachgekauft. Der ist nur in meiner Handtasche. Dann hat mir eine Freundin dieses Bademoment des Sinnesfroh von Balea geschenkt und das fand ich wirklich super gut. Also da sind so Kristalle, wie nennt man das? Ja genau, so ein Badesalz und das riecht wirklich total nach Kakao und schokoladig. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann als letztes noch mein Alverde Haarspitzenfluid. Über das habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und ich finde das wirklich super, super, super genial. Und habe eben mein erstes aufgebraucht und mir auch schon eines nachgekauft. Und bin auch sehr lange damit ausgekommen. Sicher so ein halbes Jahr. Also zahlt sich auch aus.
Und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Ich benutze immer von Kiko diese 24-Stunden-Creme und ich liebe die. Ich spare nur jetzt total. Eigentlich könnte sie schon leer sein, aber bei uns gibt es ja Kiko in Österreich nicht, sondern nur in Italien. Und ich werde jetzt wahrscheinlich aber länger nicht nach Italien kommen, deshalb spare ich mit der Creme. Aber die finde ich super gut. Ich glaube, die hat 11 oder 12 € gekostet, wenn ihr trockene Haut habt. Und ja, also wenn ihr trockene Haut habt, wenn ihr trockene Haut habt, kann ich euch die wirklich ans Herz legen. Und sie zieht eigentlich auch recht schnell ein, aber man hat wirklich ein angenehmes Feuchtigkeitsgefühl. Ich mochte sie sehr gerne. Was kann ich euch noch erzählen? Ich habe heute Brownies gebacken. Kennt ihr Laura Vitelli? Das ist so eine amerikanische YouTuberin, die Kochvideos macht und ich vergöttere diese Frau. Ich koche da total gerne Sachen nach. Ich verlinke euch den Kanal in der Infobox und wenn ihr wissen wollt, wie ich Brownies mache, dann sagt es mir, schreibt es mir, dann kann ich auch mal dazu ein Video machen. Ich liebe Brownies. Und dann habe ich heute mein Duttkissen benutzt. Drehe mich mal um, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ich hoffe, ihr seht das. Da hat die Chrissy Cosmetics ein super Video dazu gemacht, wie man das anwendet. Und ich trage es heute eigentlich das zweite Mal, aber so das erste Mal richtig mit Haaren feststecken und so. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es haltet. Jetzt fahre ich mit meinem Freund in die Stadt. Wir gehen ein bisschen einkaufen. Und ja, mehr kann ich euch jetzt auch gar nicht erzählen. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.